Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag. Heute wieder Nachrichten aus dem Rathaus und Sie haben es der Presse entnommen, sicherlich auch schon im Vorfeld. Es gab eine Ratssitzung, eine außerordentliche Ratssitzung zu dem Thema Luftfilteranlagen in Klassenräumen in Dienstlaken. Von dieser Stelle kann ich Ihnen sagen, die Stadtverwaltung hat sich seit über einem Jahr mit der Thematik beschäftigt, verschiedenste Angebote sich angeschaut, geprüft, nach bestem Wissen und Gewissen. Elternvertreterinnen und Elternvertreter haben sich auch an die Stadtverwaltung gewandt. Wir hatten einige Gespräche miteinander. Wir waren nicht immer einer Meinung, aber wir haben aus den Aspekten, die erarbeitet wurden, zusammengetragen. Der Rat hatte auch entsprechende Unterlagen zur Verfügung. Auch die Elternvertretung haben ja da den Weg gesucht. Und der Rat hat sich eine Meinung gebildet und entschieden, dass in den Klassen 1 bis 6 jetzt Luftfilteranlagen eingebaut werden sollen. Diese werden unverzüglich von der Stadtverwaltung bestellt. Und das Ganze wird dann sozusagen erstmal noch wissenschaftlich begleitet, geprüft und im Dezember dann weiteres Vorgehen besprochen. Wie gehen wir mit den weiteren Klassenräumen um? Wir haben jetzt diese Klassen vorgezogen, weil den Kindern in dieser Altersklasse kein Impfangebot zur Verfügung steht. Und deshalb sahen wir es an der Pflicht, möglichst schnell jetzt auch zu handeln. Ein weiteres Thema wäre jetzt an diesem Wochenende, wären die Dientage gewesen. Meine ersten Dientage, die ich hätte eröffnen können. Sie kennen das Prozedere wahrscheinlich aus der Vergangenheit. Ich habe mich sehr, oder habe mich im Vorfeld auch sehr auf diesen Termin gefreut. Wir mussten die Dientage leider absagen, weil wir uns derartige Besucherströme unter Pandemiebedingungen nicht vorstellen konnten. Aber es findet eine abgespeckte Version mit verschiedenen Bands im Burgtheater statt. Und Sie haben die Möglichkeit, noch heute Abend teilzunehmen. Die Band Klangart wird dann mit Musik aus den 80er und 90er Jahren aufwarten. Die Eintrittskarte kostet 3 €. Wir mussten Eintrittskarten verkaufen, damit wir dann auch die entsprechenden Adressen haben und wissen, wer war denn im Burgtheater anwesend. Für den Samstag sind die Karten leider schon ausverkauft. Da haben Sie keine Chance mehr teilzunehmen. Ich freue mich darauf, auf Freitagabend dann bei der Veranstaltung teilnehmen zu können. In gut 4 Wochen ist Bundestagswahl und Sie haben jetzt schon die Möglichkeit, Ihre Stimme abzugeben im Saal Agen. Sie können Briefwahl beantragen. Ich lade Sie ein, ich fordere Sie auf, nehmen Sie von Ihrem Stimmrecht Gebrauch, denn Sie als Bürgerinnen und Bürger zeigen richtungsweisend, was Sie von Politik erwarten. Nächste Woche kommt der Feierabendmarkt zurück. Wir haben nächste Woche Freitag wieder Feierabendmarkt am Altmarkt, diesmal in einer etwas anderen Version. Die Stände sind ein bisschen auseinandergezogen. Ich freue mich darauf, Sie dort zu treffen, Ihnen begegnen zu können. Auch da werde ich vor Ort sein. Wenn Ihnen was unter den Nagel brennt, sprechen Sie mich an. Es ist keine Bürgersprechstunde, aber möglicherweise kommen wir ins Gespräch. Ich muss mal auf meinen Zettel gucken. Ich habe heute Nachmittag noch eine schöne Aufgabe zu erledigen. Ich kann die Kita Hagenstraße endlich einweihen. Die Kita Hagenstraße ist ja schon länger in Betrieb, aber aufgrund der Pandemie war es nicht möglich, eine offizielle Einweihung mit Gästen zu machen. Das mache ich dann heute Nachmittag. Darauf freue ich mich auch ganz besonders. Und dann möchte ich Sie einladen, am Sonntag ist Antikriegstag und diesmal hat der DGB seine Veranstaltung nach Dienstlaken verlegt. Es wird eine Mahnwache geben, Sonntagmorgen ab 11 Uhr am Judenkarren im Stadtpark. Auch da haben Sie die Gelegenheit, mich anzutreffen. Mehr habe ich nicht mehr auf meinem Zettel und auch nicht mehr im Kopf. Doch, eigentlich schon. Ich habe noch eine Menge im Kopf, aber nicht mehr zu den Themen, die Sie vielleicht heute interessieren. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.